Wasser. Lupin war in der Uhr versteckt. Clever. Nasse Fußspuren. Lupin ist durch diese Wand gegangen. Ohne Zweifel ein Geheimgang. Er kann keinen großen Vorsprung haben. Jetzt muss ich die Öffnung finden. Elementar. So ist Lupin verschwunden. Hier bin ich im Keller des Buckingham Palace. All dieser Kleinkram muss das sein, was von den kostbaren Geschenken übrig geblieben ist, die der Krone über die Jahrhunderte hinweg gemacht wurden. Lupin muss das Schloss eingehakt haben, aber es hat sich hinter ihm verschlossen. Dieses Gitter ist in keinem guten Zustand. Wird es nachgeben, wenn man Gewalt anwendet? Das Holz dieser Statue ist unbeschädigt. Sie muss sehr schwer sein, aber es ist möglich, sie ein wenig anzuheben. Spuren von Feuchtigkeit. Lupin ist hier entlang gegangen. Der Boden hier ist leicht schräg. Der Boden hier ist leicht schräg. Diese Orgel ist verfallen, aber die Stahlpfeifen sind aus widerstandsfähigem Metall. Keine von ihnen wurde beim Umfallen beschädigt und sie sind nicht mit der Zeit verrostet. Das Holz dieser Statue. Das Holz dieser Statue ist unbeschädigt. Sie muss sehr schwer sein, aber es ist möglich, sie ein wenig anzuheben. Der Boden hier ist leicht schräg. Lupin muss das Schloss eingehakt haben, aber es hat sich hinter ihm verschlossen. Dieses Gitter ist in keinem guten Zustand. Wird es nachgeben, wenn man Gewalt anwendet? Das Holz dieser Statue ist unbeschädigt. Sie muss sehr schwer sein, aber es ist möglich, sie ein wenig anzuheben. Warum sollte ich dorthin gehen? Wasser. Lupin war in der Uhr versteckt. Clever. Nasse Fußspuren. Lupin ist durch diese Wand gegangen. Ohne Zweifel ein Geheimgang. Er kann keinen großen Vorsprung haben. Jetzt muss ich die Öffnung finden. Elementar. So ist Lupin verschwunden. Hier bin ich im Keller des Buckingham Palace. All dieser Kleinkram muss das sein, was von den kostbaren Geschenken übrig geblieben ist, die der Krone über die Jahrhunderte hinweg gemacht wurden. Der Boden hier ist leicht schräg. Der Boden hier ist leicht schräg. Lupin muss das Schloss eingehakt haben, aber es hat sich hinter ihm verschlossen. Dieses Gitter ist in keinem guten Zustand. Wird es nachgeben, wenn man Gewalt anwendet? Das Holz dieser Statue ist unbeschädigt. Sie muss sehr schwer sein, aber es ist möglich, sie ein wenig anzuheben. Diese Orgel ist verfallen, aber die Stahlpfeifen sind aus widerstandsfähigem Metall. Keine von ihnen wurde beim Umfallen beschädigt und sie sind nicht mit der Zeit verrostet. Das Holz dieser Statue ist unbeschädigt. Sie muss sehr schwer sein, aber es ist möglich, sie ein wenig anzuheben.
Der Boden hier ist leicht schräg. Das Holz dieser Statue ist unbeschädigt. Sie muss sehr schwer sein, aber es ist möglich, sie ein wenig anzuheben. Das Holz dieser Statue ist unbeschädigt. Sie muss sehr schwer sein. Diese Orgel ist verfallen, aber die Stahlpfeiler. Sie und ich, Lupin. Erledigt. Aber Lupin weiß jetzt auch, dass jemand hinter ihm her ist. Lupin, er ist da. Diese Schaftstücke sind von dem Schloss. Lupin muss sie heruntergeworfen haben, nachdem er diese Tür wieder verschlossen hatte. Der Schließmechanismus dieses Gitters scheint ziemlich ausgeklügelt zu sein.
getroffen. All diese Objekte sind antik. Sie müssen aus der normannischen Ära stammen. Geschlossen. Geschlossen. Das könnte noch nützlich sein. Das könnte noch nützlich sein. Dieser Teil ist in einem erbärmlichen Zustand. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Zeit zum Nachdenken. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Zeit zum Nachdenken. Elementar. Nein, das kann ich nicht tun. Geschlossen. Ich bin ein Stockwerk weiter unten. Ich muss einen Weg finden, wieder nach oben zu kommen. Dieser Dudelsack kann einen Luftstrahl mit großem Druck herauslassen. Das kann mir sicher noch nützlich sein. Das könnte noch nützlich sein. Da ist etwas drin. Das ist der Teil eines indianischen Totems. 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 Ich muss diese Teile auf den Boden legen, um dieses Totem besser zusammenfügen zu können. Elementar.
elementar offen. Das könnte noch nützlich sein. Das könnte noch nützlich sein. Das könnte noch nützlich sein. Ich brauche etwas. Ich bin ein Stockwerk weiter unten. Ich muss einen Weg finden, wieder nach oben zu kommen. Ich bin ein Stockwerk weiter unten. Ich muss einen Weg finden, wieder nach oben zu kommen. Immerhin, Ihre Majestät ist jetzt sicher. Es war schwierig, doch ich konnte Sie dazu bringen, eine Eskorte von 3 Mann zu akzeptieren. Es ist seltsam, aber seit dem Zwischenfall ist sie wie ausgewechselt. Erst der verständliche Zorn, doch danach schien sie völlig ruhig, sogar ausgelassen. So habe ich sie noch nie erlebt. Als ich sie verließ, wirkte sie... verträumt. Egal, ihr ist nichts geschehen. Das ist die Hauptsache. Ich habe weitere 12 unserer besten Agenten unter die Dienerschaft in ihrem Landsitz gemischt. Mein Gott, so in den Buckingham Palace einzudringen. Dieser Franzose hat Nerven. Und doch war alles umsonst, wie es scheint. Wie kann das sein? Lupin hat all das auf sich genommen und doch versagt. Vielleicht hört dieser Unsinn jetzt auf. Der Visitenkarte nach, die Lupin im Keller des Buckingham Palace für mich hinterlassen hat, hat er sein Ziel, was auch immer das gewesen sein mag, offenbar erreicht. Darüber hinaus scheint er entschlossen, diesen Coup zum Abschluss zu bringen und heute Nacht seinen letzten Diebstahl zu begehen. Wenn ihm das gelingt, haben wir den 5. Kampf und damit den Krieg verloren. Eine Demütigung für das ganze Land.
unser Waterloo. Holmes, was soll dieser Pessimismus? Sie haben zwar nicht erläutert, wie Lupin aus dem Gemach der Königin und dem Palast entkommen ist, aber er scheint wieder einmal Glück gehabt zu haben. Das kann nicht ewig währen. Außerdem sind wir Engländer und müssen uns unser Eigentum zurückholen. Schön gesagt, Dr. Watson. So mutig er auch ist, ich versichere Ihnen, er hat das Schlafgemach der Königin mit leeren Händen verlassen. So oder so gab es dort nichts zu stehlen. Wie der Waschraum Ihrer Majestät ist auch Ihr Schlafgemach ein Musterbeispiel an Kargheit. Die Kronjuwelen und sonstiger Zierrat befinden sich in einem Stahlkäfig am anderen Ende der Stadt. Lupin ist bloß ein Prahler. Nichts als ein geschickter Einbrecher mit viel Glück, der schon bald in einer der feuchtesten Zellen von Dartmoor schmoren wird. Sagen Sie, Dr. Watson, was bedeuten diese Botschaften und wohin müssen wir gehen, um diesem Mummenschanz ein Ende zu bereiten? Vielleicht hier, im Tower of London. Mein lieber Watson. Ich möchte darauf hinweisen, Doktor, dass Lupin bereits dort war. Das ist wahr. Doch die Nachricht auf der Karte... Ich hab's! Er ist mit Hilfe einer Uhr in einen großen Steinpalast gelangt. Er will zu einem Ort, der etwas von beidem hat. Eine große Uhr aus Stein. Big Ben! Meine Güte, Dr. Watson, Sie haben recht. Ich alarmiere sofort alle Polizeikräfte Londons und stelle ihm am Big Ben eine Falle. Kommen Sie beide in einer Stunde zu mir. Dies wird ein großer Abend, werte Landsmänner. Ein Sieg über die Franzosen, die glauben... Ach, Holmes, meine Müdigkeit ist wie weggeblasen. Die Aussicht, Lupin zu erwischen, hat mich belebt. Sehen Sie, ich habe auch das Zeug zum Detektiv. Mit dem letzten Rätsel habe ich Sie überrascht, stimmt's, Holmes? Nun? Wohl wahr, Watson, wohl wahr. Ich lasse uns von Mrs. Hudson einen Imbiss zubereiten. Es wird eine lange und aufregende Nacht werden. Das Treffen mit dem Premierminister am Big Ben. Ich bin sicher, dass Lestrade... Sie werden mich beim Premierminister entschuldigen müssen, denn ich komme nicht mit. Aber Holmes, heute Abend schnappen wir den berüchtigsten Dieb ganz Europas. Das wird unser großer Sieg. Das Ende des Krieges. Wir stellen die Ehre Englands wieder her und holen uns die letzte Fahrt der Temeraire. Die 6 Raben und den Rosetta-Stein zurück. Das wollen Sie sich entgehen lassen? Die letzten Tage waren anstrengend, Watson. Welchen Zweck hätte es denn, wenn ich käme? Sie haben doch das Rätsel auf der Karte gelöst, nicht wahr? Es reicht, Holmes. Wenn Sie nicht im Rampenlicht stehen, benehmen Sie sich wie ein selbstsüchtiges, verwöhntes Kind. Dann mache ich Lupin eben allein dingfest. Und ich schreibe dies nicht als eins Ihrer Abenteuer nieder. Sie sind erbärmlich, Holmes. Mein lieber Watson war unwissentlich sehr nahe an der Wahrheit. Ich glaube, Lupin wird heute Nacht tatsächlich zum Tower of London gehen. Ich sollte dort nachsehen. So, wir sind da. Inspektor, läuft alles nach Plan? Jawohl, Herr Premierminister. Halb Scotland Yard ist im Gebäude postiert. Die andere Hälfte patrouilliert in der Umgebung. Niemand kommt ungesehen durch. Perfekt, Gentlemen. Jetzt bleibt uns nur abzuwarten. Nun erhalten wir unsere Revanche. Das ist Ihr Verdienst, lieber Doktor. Ihnen gebührt die Ehre, Ihrer Majestät von unserem Triumph zu berichten. Vielen Dank. Aber wir dürfen Holmes nicht vergessen, der... Wo steckt der überhaupt? Er zog es vor, in der Baker Street zu bleiben. Er ist wohl etwas verärgert, dass ich die Sache ohne ihn gelöst habe. Verhätscheln werden wir Holmes nicht. Pech für ihn. Dann erfährt er aus der Zeitung von Lupins Festnahme.
Wenn ich mich irre, werde ich der Einzige sein, der es weiß. Wenn ich hingegen richtig liege, hat Lupin einen sehr kleinen Vorsprung und wird von meiner Anwesenheit hier nichts ahnen. Er ist am Leben und scheint nicht verletzt zu sein. Diesem Mann wurde sicher ein starkes Schlafmittel verabreicht. Es gibt keinen Zweifel mehr. Lupin ist hier und es ist keine Frage, was er hier stehlen will. Was ist sein Plan? Ich muss den Oberwärter Smith finden und ihn so schnell wie möglich informieren. Da, einige Patronen sind noch ganz. Der Name Schick steht auf seiner Uniform und seinem glänzenden Schnurrbart nachzuurteilen, achtet er sehr auf sein Äußeres. Diese Handfeuerwaffe wurde ins Wasser getaucht und ist unbrauchbar. Lupin muss das Seil angebracht haben, um die größtmögliche Anzahl an Objekten aus dem Tower of London zu entwenden, ohne sie transportieren zu müssen. Mal überlegen. Wenn ich Lupin schnappen und sicher gehen will, dass er die Juwelen nicht bereits fortgeschafft hat, muss ich ihn daran hindern, dieses Seil zu benutzen, ohne dass er es bemerkt. Der Wärter schläft. Der Name auf seiner Uniform lässt erkennen, dass er Kirkpatrick heißt. Da ist etwas drin. Da scheint etwas grüne Farbe auf der rechten Hand zu sein. Dieser Abdruck auf dem Boden deutet darauf hin, dass hier jemand schwer gestürzt ist. Das ist der Hut von Oberwärter Smith. Wie geht es Ihnen, Wärter? Hickman. Sind Sie verletzt? Nein, aber ich habe Kopfschmerzen. Ich bin so müde. Wachen Sie auf. Wo ist Oberwärter Smith? Er ist mit dem Doktor fort. Zum Lagerraum. Ich muss gehen.
Gehaben Sie sich wohl, bis ich zurückkomme. Sicher ein Geschenk für ein Kind. Rollschuhe. Zwei Heißluftballons zusammen. Die Trägheit eines solchen Schiffs erfordert ganz bestimmte und gleichbleibende Flugbedingungen. Das könnte noch nützlich sein. Diese Uniform scheint für ein Kind gemacht zu sein. Dieser Mann muss von kleiner Statur sein. Diese Lampe hat eine komische Form. Ich nehme sie mit. Geschlossen. Diese Tür ist massiv und das Schloss ziemlich antik. Jeder Spind hat ein anderes Schloss. Die Chance, auf die Schnelle einen bestimmten Schlüssel zu finden, ist praktisch gleich null. Ich werde Gewalt anwenden müssen. Vielleicht sollte ich das Schloss sprengen? Das muss die Garderobe des Wärters sein. Da ist ein Hocker. Möglicherweise benutzt der Eigentümer des Spinds ihn dazu, an die höheren Dinge zu gelangen. Diese Tür ist massiv und das ist typisch schottischer Stoff. Da ist ein Kilt in dem Spind. Also, Lupin lässt uns ganz schön warten.
Jetzt sind wir schon 4 Stunden hier und warten immer... Genug, Lestrade, genug. Ich kann auch zählen. Hören Sie. Shh. Was? Ich höre etwas. Ein Motor. Einen kleinen Motor. Sie müssen gute Ohren haben, denn ich höre nichts bei diesem verflixten Geticke. Shh. Ruhe. Das ist ein seltsames Geräusch. Wirklich. Stimmt. Hinter der Tür. Schnell, Lestrade. Er ist es. Es ist Lupin. Was hat er bloß vor? Vorsicht! Ich öffne die Tür und sehe nach. Und, Inspektor? Was macht ihr da? Aufwachen, ihr Stümper! Es war nichts. Nur das Schnarchen der Wachhabenden. Bravo, Lestrade. Sie halten Ihre Männer auf Zack. Sie sollten Dr. Watson danken. Noch länger und das wäre die längsten verdeckten Ermittlungen aller Zeiten geworden. Ruhig, Gentlemen. Ruhig. Lupin wird bald kommen. Grüne Farbe. Diese Tür ist massiv und das Schloss... Das ist ohne Zweifel ein frisch gekämmtes Schnurrbarthaar. Geschlossen. Jemand wurde zur Tür des Lagerraums geschleift. Der Regen hat die Abdrücke noch nicht weggespült. Sie müssen also ziemlich frisch sein. Offen. Ich nehme, was immer mir von Nutzen sein könnte. Die Zeit drängt und Lupin ist nicht weit. Das könnte noch nützlich sein. Das könnte noch nützlich sein. Das könnte noch nützlich sein. Thank you.
elementar. Ich werde nur genug Schießpulver haben, um einen Spind aufzusprengen. Ich muss sicher sein, welchen. Offen. Dieser Schafsmagen ist frisch und weich. Vielleicht ist er für den Koch gedacht, damit er ein spezielles Gericht zubereitet. Nicht appetitanregend, aber ich nehme ihn trotzdem. Das muss der Schlüssel zum Lagerraum sein. Smith sieht bewusstlos aus. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu wecken? Das Schloss der Gittertür wurde ausgewechselt und ich kann es nicht mehr öffnen. Wasser. Das Schloss der Gittertür wurde ausgewechselt. Das ist es. Hickman ist allmählich eingeschlafen, möglicherweise unter dem Einfluss eines starken Betäubungsmittels. Die Abdrücke auf dem Boden vor dem Lagerraum haben mich darauf gebracht, dass Smith bewusstlos geschlagen und nicht betäubt wurde. So war nur ein bisschen kaltes Wasser nötig, um ihn zu wecken. Smith, wachen Sie auf! Hören Sie mich, Smith? Ich bin's, Holmes! Mein Kopf. Was ist los? Was mache ich hier? Mr. Holmes, wo ist der Doktor? Smith, reißen Sie sich zusammen und kommen Sie her. Können Sie die Gittertür öffnen? Mein Schlüsselbund ist weg. Nein, ich kann das Gitter nicht öffnen. Nach Ihrem Besuch neulich hat der Koch das Schloss austauschen lassen. Jetzt braucht man einen Schlüssel. Gut, dann brauche ich Ihre Hilfe. Wir müssen Sie irgendwie da herausbekommen. Schildern Sie mir bitte exakt, was sich in der Nacht zugetragen hat. Und welchen Doktor haben Sie gemeint? Also, am Nachmittag bekamen die Männer auf dem Wehrgang heftige Magenschmerzen. Muss am Mittagessen gelegen haben. Ich vertrage keine Tomaten, darum habe ich nichts angerührt. Und mir ging es gut. Unser Hausarzt war nicht da, darum habe ich einen anderen Arzt gerufen. Dr. Sanin. Er ist noch nicht lange hier, aber ich habe nur Gutes über ihn gehört. Als er den ersten Mann untersuchte, wirkte er beunruhigt und bestand darauf, allen eine Spritze zu geben. Wir haben alle Wächter untersucht und er hat alle behandelt. Hickman war der Letzte. Der Doktor war verärgert, weil er nicht genug Medizin für eine volle Dosis dabei hatte. Aber er meinte, es würde reichen. Dann fragte er, ob wir alle Männer der Garnison untersucht hätten, was der Fall war. Er bat mich, ihn zum Tor zu begleiten, und kaum hatte ich mich umgedreht, spürte ich einen scharfen Schmerz im Nacken. Danach weiß ich nichts mehr. Ich fange an zu verstehen.
Welches Medikament hat er verabreicht? Ich weiß nicht. Eine leere Fiole fiel in eine Pfütze und ich habe sie aufgehoben. Das Etikett ist beschädigt und das Wasser wird alle Reste der Substanz herausgespült haben. Unmöglich zu sagen, was es war. Aber was tun Sie hier? Können Sie mir erklären, was hier vor sich geht? Ich nehme an, auch die Wächter der Kronjuwelen wurden behandelt? Ja, und der einzige Schlüssel zu diesem Raum ist der an meinem Bund. Ich muss sie hier herausschaffen. Gibt es noch einen Schlüssel für die Gittertür? Beim Koch. Aber der ist nicht da. Aber es gibt noch einen Ersatzschlüssel für das Wächterzimmer, der nicht an meinem Bund war. Vielleicht finden Sie dort etwas, um mich hier herauszuholen. Oder Sie erwischen denjenigen, der für all das verantwortlich ist. Holen Sie mich hier raus, Holmes. Geschlossen. Vielleicht kann ich etwas Nützliches in dieser Kiste finden, aber sie ist verschlossen. Dies hat dazu gedient, genau die Menge Pulver aufzubewahren, die erforderlich ist, um die Kanone zu laden. Der innere Durchmesser dieser Kanone beträgt ungefähr 6,5 cm. Kleine, trockene Stückchen Holz. Diese Flüssigkeit hat einen starken Geruch, sicher ein Benzinderivativ, um Metall einzuölen oder zu reinigen. Es ist nicht viel übrig, gerade genug, um einen Lappen zu befeuchten. Diese Schüssel ist leer, aber es könnte funktionieren. Vielleicht kann ich etwas Nützliches in dieser Kiste finden, aber sie ist... Dieser Helmhalter ist recht außergewöhnlich, stabil und sehr leicht. Das ist die Tür zum Juwelenhaus der Königin und sie ist ziemlich massiv. War das das Geräusch einer Säge hinter der Tür? Lupin könnte sein Werk jeden Moment vollenden. Ich muss mich beeilen. Wenn ich dem Namensschild auf dieser Uniform Glauben schenken darf, heißt dieser Wärter Summerbee. Offensichtlich hat sich der Doktor
Dr. Lupin auch um ihn gekümmert. Der Wärter muss diesen Schlüssel verloren haben, als er hingefallen ist. Wofür könnte er sein? Das könnte noch nützlich sein. Das könnte noch nützlich sein. Sicher ein Geschenk für ein Kind. Rollschuhe. Das könnte noch nützlich sein. Hier, ich konnte nur diese Pfeile finden. Kann man auch ohne Schlüssel ins Juwelenhaus gelangen? Nein, nicht ohne Kanone. Dann muss ich mir eine besorgen. Das ist gewiss ein Scherz. In solch ernsten Angelegenheiten pflege ich nicht zu scherzen. Solche Dinge sind in der Waffenkammer, oben neben der Treppe zum Weißen Turm, dem Hauptturm. Der Zweitschlüssel befindet sich in einem der Dienstgebäude. Aber es wäre zu kompliziert, Ihnen zu erklären, wie Sie ihn finden. Bitte befreien Sie sich so schnell Sie können. Suchen Sie den Schlüssel und öffnen Sie mir die Tür zur Waffenkammer. Ich stoße dort zu Ihnen. Ist das Ihr Schal dort? Würden Sie ihn mir reichen? Den hat meine Tochter mir gerade erst gestrickt. Bitten Sie sie um einen neuen. Denn bevor wir ins Juwelenhaus gehen, muss ich Lupin den Rückweg versperren. Ich habe es. Ich werde zwei Heißluftballons machen. Ich muss das Seil durchbrennen, das Lupin zwischen dem Juwelenhaus und außen gespannt hat. Andernfalls wird er auf diesem Weg entkommen. Schnell, die Zeit drängt. Jetzt muss ich etwas Treibstoff für meine Heißluftballons finden. Ich muss die Heißluftballons in der exakten Reihenfolge loslassen. Ich werde meine Ballons entzünden, sobald ich sie losgelassen habe. Aufgepasst! Sie sind unterwegs!
Das Seil muss ein wenig beschädigt worden sein, da es keine schwere Last mehr tragen kann. Mal sehen, ob Smith es geschafft hat, herauszukommen und den Schlüssel zur Waffenkammer zu finden. Ich habe so schnell gemacht, wie ich konnte. Doch meine alten Arme haben vor Anstrengung gezittert. Während ich mich um den Räuber kümmere, müssen Sie zum Big Ben gehen und dort einen Polizeibeamten auftreiben. Denn ich glaube, sonst ist in ganz London keiner zu finden. Aber was wollen die dort? Genug jetzt. Es reicht. Herr Premier, ich... Wo bleibt er denn, dieser Lupin? Hm? Glaubt er, ich hätte nichts Besseres zu tun? Ich habe gerade die Runde gemacht. Sie werden es nicht glauben. Doch da ist eine ganze Bande von Reportern. Da unten. Also, das ist der Gipfel. Kaum verwunderlich. Die Hälfte der Polizei ganz Londons steht sich seit 8 Stunden vor dem Big Ben die Beine in den Bauch. Das musste ja auffallen. Reporter, eine Menschenmenge, aber natürlich. Was jetzt, Doktor? Inspektor, überprüfen Sie die Reporter. Lupin hat sich schon einmal als Reporter ausgegeben und gewiss hat er sie alarmiert, um ein Ablenkungsmanöver zu starten und sich hineinzuschleichen. Klug kombiniert, Doktor. Endlich kommt die Sache in Bewegung. Lupin hat sich schon einmal als Reporter getarnt, sagen Sie? Wann war das, Doktor? Ah, also, ich, Das könnte noch nützlich sein. Merkwürdig. Auf einem dieser Gläser, das denen in einem Chemielabor ähnelt, sind 80 mm markiert. Die anderen Markierungen wurden entfernt. Diese dicke Decke könnte eine sehr schwere Last tragen. Diese Kanonenkugeln haben einen Durchmesser von 60 mm. Diese Kanonenkugeln sind sehr schwer. Ich kann nur eine auf einmal nehmen. Ein kleines Fass mit Pulver. Der innere Durchmesser dieser Kanone beträgt ungefähr 6,5 cm.
Jetzt kann ich sie zur Tür des Juwelenhauses schieben. Die Stufen hindern mich am Weiterkommen. Wie kann ich mit der Kanone hochgelangen? Ich brauche etwas. So, die Tür ist aus den Angeln gehoben. Jetzt muss ich einen geeigneten Platz finden, wo ich sie abstellen kann. Nein, die Tür wird hier von keinem großen Nutzen sein. Elementar. So, jetzt bin ich in Feuerstellung und ich muss nur noch diese Kanone laden. Ich muss die richtige Menge Pulver in dieses Behältnis umfüllen und es in die Kanone schütten.
Elementar. So, jetzt bin ich in Feuer. Ich brauche etwas. Elementar. Elementar. So, jetzt bin ich in Feuerstellung und ich muss nur noch diese Kanone laden. Ich brauche etwas. Dieser Weg ist nicht ratsam, Lupin. Wie Sie unschwer an den Rauchwolken erkennen dürften, habe ich das Seil, welches zu diesem Fenster führt, etwas, nun, sagen wir, bearbeitet. Und Sie dürfen sicher sein, dass es weder Ihr Gewicht noch das dieser Gegenstände tragen wird. Respekt, Mr. Holmes. Wissen Sie, mein Plan zeugt von großer Sorgfalt und, wie Sie mir sicherlich zustimmen werden, einer gewissen Genialität. Und es hat mich betrübt, dass niemand miterleben sollte, wie er aufgeht. Und doch waren Sie mir von Beginn an gefährlich dicht auf den Fersen, nicht wahr? Da Sie nun hier sind, müssen Sie alle Teile des Rätsels bis hin zum winzigsten Detail gesucht und auch gefunden haben. Und zu dieser Leistung kann ich Ihnen nur gratulieren. Ich bin ein Ehrenmann, Mr. Holmes. Und selbst wenn ich bei diesem Abenteuer zu dem einen oder anderen Trick greifen musste, zwingt mich mein Ehrgefühl doch dazu, Ihren Sieg heute Nacht anzuerkennen. Außer Ihnen hat mich noch nie jemand besiegt. Und Sie haben meine Bewunderung. Ich fühle mich geehrt, dass Sie dieses Spiel nicht nur mitgespielt, sondern auch gewonnen haben. Ich teile Ihre Bewunderung, Monsieur Lupin. Und ich weiß, auch wenn Sie mir heute Nacht die Ehre des Sieges zuteil werden lassen, dass die letzten 4 Siege die Ihren waren. Ihre Intelligenz wird nur noch von Ihrer Ritterlichkeit übertroffen, Mr. Holmes. Wir wissen beide, dass Sie nur Anlaufschwierigkeiten hatten und dass der, der die letzte Schlacht gewinnt, auch den Krieg gewinnt. Dennoch hat unser Lager Verluste erlitten, die tödlich hätten sein können, wären Sie an die Öffentlichkeit gedrungen. Niemand, ich selbst eingeschlossen, trägt einen Pyrrhus-Sieg unbeschadet davon. Es beschämt mich, Ihren Ruf gefährdet zu haben. Ich stehe in Ihrer Schuld, Mr. Holmes, und werde Ihre Bedingungen akzeptieren, auch wenn Sie mich meine Ehre kosten, solange nicht mein Land besudelt wird. Es ist Ihnen dank Ihrer bemerkenswerten Intelligenz gelungen, mir keinerlei Möglichkeiten zu lassen, unser Aufeinandertreffen in einer Situation wie eben jetzt vorauszuplanen. Es war ein Schachspiel, und nun sind nur noch die beiden Könige übrig. Ein klassisches Patt, finden Sie nicht auch? Unter dieser Adresse finden Sie ein Gemälde, einen großen Stein und ein paar Vögel. Was Ihre Majestät sich von mir erbat, hat sie bereits erhalten. Wieder einmal kann ich nicht in Worte fassen, welche Freude mir unser gemeinsames Abenteuer bereitet hat. Auch wenn es mir schwerfällt, verspreche ich bei meiner Ehre, niemals publik zu machen, was geschehen ist. Dies ist der Abschied, mein Freund. Aber Ihr Anteil an den Geschehnissen der letzten Tage hat Ihrem Land ebenso viel Ehre beschert wie unserem. Gute Reise, Monsieur Lupin. Was? Sie lassen ihn einfach so gehen? Welche Wahl habe ich denn, Watson? Betrachten Sie das Ganze. Lupins wahres Ziel waren die Kronjuwelen. All die anderen Diebstähle waren nur eine Art Rückversicherung für den Fall, dass er versagen würde und sollten ihm vor allem die Dienste gewisser Komplizen sichern, nämlich die unseren. Wir? Komplizen? Gut, einmal hat er mich reingelegt, doch ich habe nichts gestohlen. Ab dem Moment, als wir Lupins Brief das erste Mal lasen, waren wir seine Komplizen. Er hat uns sein Spiel spielen lassen, um uns wie Jagdhunde abzurichten. Nach dem ersten Diebstahl hinterließ er uns Hinweise, die zum zweiten führten und vom zweiten zum dritten.
So geschickt, dass wir beim vorletzten Diebstahl überzeugt waren, Lupins letztes Ziel würde Big Ben sein. Lupin wusste, dass die Behörden, allen voran der Premierminister selbst, sich hinter die einzige Person stellen würden, die Lupins Pläne durchschauen konnte. Mich. So hat er, indem er mich lenkte, auch die gesamte Polizei Londons gelenkt. Und es ist ihm fast gelungen. Warum dann nicht gleich die Kronjuwelen stehlen? Wozu diese Maskerade? Das habe ich doch gerade erklärt, Watson. Um die Kronjuwelen zu stehlen, musste Lupin gewisse Voraussetzungen schaffen. Zuerst musste er sicher sein, dass die Garnison in der Nacht des Diebstahls nur minimal bewacht sein würde. So räumte er zuerst, getarnt natürlich, den Leibarzt der Garnison aus dem Weg, indem er ihm eine Reise auf den Kontinent schenkte. Und er freundete sich unter falschem Namen mit dem Koch an, als dieser nicht in der Stadt war. So konnte er ihm ein spezielles Rezept für einen bestimmten Tag empfehlen, den Vorabend des Juwelendiebstahls. Dann stahl er die Raben. Erstens erzwang er mit diesem unheilvollen Diebstahl eine Verringerung der Garnisonsgröße, damit diese Schreckensnachricht nicht publik werden würde. Zweitens bekam er so Zugang zum Lagerraum, um die Tomaten zu vergiften, die für das Rezept benötigt wurden, das er dem Koch gegeben hatte. Drittens konnte er sich als Paul Cernin ausgeben, der Arzt, der im Notfall gerufen werden würde. Viertens würden wir nach einem Diebstahl im Tower of London niemals einen weiteren erwarten. Außerdem musste Lupin dafür sorgen, dass sich keine Polizei in der Gegend befand. Wie ihm das gelang, habe ich bereits erläutert. Ich verstehe, doch wozu die anderen Diebstähle? Um uns zu schulen, doch auch um uns zu veranlassen, dem Diebstahl im Tower nicht allzu viel Bedeutung zuzumessen. Wäre das das einzige Vorspiel gewesen, hätten wir die Hinweise genauer untersucht und Lupins wahren Plan vermutlich früher entdeckt. Doch dazu ließ er uns keine Zeit. Und so waren diese Diebstähle, wie schon gesagt, seine Rückversicherung. Lupin hat uns bereits 4-mal auf dem, wie er es im Brief nannte, Schlachtfeld der Ehre geschlagen. Unser Stolz, unsere Niederlage nicht bekannt werden zu lassen, war unsere Schwäche und zwang uns sein Spiel auf. Wäre er gefasst worden, hätte er aus der Rückgabe der Beute und seinem Schweigen über unsere und die polizeilichen Misserfolge Nutzen ziehen können. Eine diskrete Freilassung war ein geringer Preis im Hinblick auf einen Skandal von internationalem Ausmaß. Bedenken Sie, die Königin selbst ist darin verwickelt. Stimmt. Es ist für mich aber auch eine Gewissensfrage. Wenn ich dieses Abenteuer aufschreibe, glaube ich nicht, dass ich... Völlig ausgeschlossen, Watson. Sie können nicht darüber schreiben. Sie haben vor Gott geschworen, Sie würden es nicht tun. Aber Holmes! Ihr Wort bindet Sie. Außerdem werden Sie doch Ihren schändlichen Diebstahl nicht publik machen wollen. Denken Sie nur an meinen Orden der Ehrenlegion. Holmes, Sie wissen das. Vergeben und vergessen, Watson. Übrigens war vorhin eine junge Dame hier und hat ihn zurückgebracht. Sie wollte ihn Ihnen persönlich aushändigen. Sie schien Sie gut zu kennen. Eine junge Dame, die im Goldenen Löwen zu finden ist, wenn ich mich nicht irre? Sie sah nicht aus wie einer Ihrer üblichen Patienten, Doktor. Es sei denn, Sie waren hier der Patient. Nun, Watson...